So, einen schönen guten Morgen oder guten Tag jetzt mittlerweile. Ich würde dann mal in die Basisdaten gehen und mal mit dem ersten Teil so ein bisschen anfangen und dann mal so ein paar Punkte erzählen. Ist den meisten sicherlich bekannt hier. Ich habe jetzt mal ein Beispiel in der Lisa mit bereits fertigen, mit fertiger Wegegrundversorgung, also mit fertigen Basisdaten jetzt mal hier aufgelegt. Und würde dann zuerst mal zu einem Punkt kommen, der Maßstab ist. Die meisten kennen das, wenn man jetzt einen Lisa-Lageplan oder einen Lageplan einlädt, ist eigentlich, bevor man hier anfängt, die Fahrlinien und Routen und so weiter einzugeben, ist der erste Schritt eigentlich erstmal der Maßstab. Das heißt, ich brauche irgendeine bekannte Länge auf dem Lageplan, damit ich den Maßstab hier nachzeichnen kann. Also irgendeine bekannte Länge, eine Häuserkante oder auch Maßstabskreuz, wenn ich das habe. Und würde dann für diese eingegebene Länge, die Pixel sind dann durch diese Linie definiert, man würde dann diese Länge dann hier eingeben. So, das ist der bisherige Weg. Im Zuge der neuen Funktion rund um den Map-Export, also das CITS-Thema, gibt es jetzt in Lisa die Möglichkeit, auch Geokoordinaten hier auf dem Lageplan zu definieren, beziehungsweise vorhandene Punkte mit einem Punkt zu belegen, dessen Geokoordinate man dann eingibt. Das könnten Häuserkanten sein oder auch wieder Masten oder Detektoren oder sowas. Und dann kann Ja, man über sicher. einen Rechtsklick auf einen Mast hier zum Beispiel einen Referenzpunkt angeben. Über den Menüpunkt Referenzpunkte. Und es gibt einen primären und einen ersten und einen zweiten Referenzpunkt. Das heißt, man kann zwei verschiedene Referenzpunkte eingeben. Und ich habe die jetzt mal hier außen hingelegt. Das heißt, es gibt den Referenzpunkt 1 und einen Referenzpunkt 2. Ja, also man legt den, sag mal, man schiebt diesen Referenzpunkt an die Stelle, die man dann kennt, und gibt dann auf der linken Seite zu diesen Referenzpunkten die Geokoordinaten ein. Da gibt es hier so einen kleinen Dialog. Ich habe jetzt hier oben auf der linken Seite in dem Objektinspektor GIS-Koordinate des Punkts 1 und die GIS-Koordinate des Punkts 2, die man auf den Lageplan legt. Und hier kann man entweder im WGS-84-Format oder im ETRS-89-System dann die X- und Y-Koordinate, die tatsächliche Koordinate dieses Punktes eingeben. So. Die ursprüngliche Idee dahinter ist eine Georeferenzierung aller Objekte hier, also aller Fahrlinien und Spuren und so weiter zu ermöglichen. Und nebenbei ermöglicht das auch die genauere und einfachere Eingabe des Maßstabs. Wenn man also zwei Punkte in dem Lageplan eingegeben hat und den beiden Punkten auch die GIS-Koordinate zugeordnet hat, kann man dann mit einem Rechtsklick auch unter dem Menüpunkt Referenzpunkte Maßstab definieren und festlegen. Das heißt, in dem Fall wird dann die Entfernung zwischen diesen beiden Punkten durch Lisa berechnet. Die grafische Entfernung hier in Pixel ist natürlich auch bekannt. So braucht man dann also jetzt keine Linie mehr nachzeichnen und um den Maßstab zu definieren, sondern Lisa macht das anhand dieser beiden GIS-Koordinaten automatisch und natürlich auch genauer, als wenn man da jetzt das per Hand eingibt. Ja, das bietet sich also an, wenn man dann in Zukunft auch eh immer Lagepläne hat, bei denen Geokoordinaten für gewisse Punkte bekannt sind, dann kann man das nutzen. Der zweite Punkt ist auch, und da wird in Zukunft sicherlich auch nochmal hier nochmal ein Nordpfeil auch in die Basisdaten mit reinkommen. Man kann anhand dieser beiden Punkte auch gleichzeitig den Rotationswinkel bestimmen. Wenn man also nicht genordete Pläne hat, gibt es hier auf der linken Seite dann den Menüpunkt Rotationswinkel. Wichtig ist, es darf kein Objekt ausgewählt werden. Wenn man jetzt ein Objekt ausgewählt hat, sieht man auf der linken Seite jetzt nicht diesen Rotationswinkel oder die Geokoordinaten, weil auf der linken Seite jetzt natürlich der Fahrstreifen dargestellt wird. Das heißt, irgendwo hinklicken und dann sieht man das hier auf der linken Seite GIS-Koordinate 1, 2. Und bei dem Rotationswinkel muss man dann nur auf die drei Punkte klicken und Lisa berechnet automatisch den Rotationswinkel des Plans. In der Regel haben wir zwar einen genordeten Plan, aber ja nicht immer. Und der wird dann auch ausgerechnet. Und dann entsprechend auf den
Nordfile angewendet, beziehungsweise dann auch bei der, beim Export von Web Informationen dann mit berücksichtigt. Ja. Also so viel zum Maßstab und den Georeferenzpunkten beziehungsweise dem Rotationswinkel. Der zweite Punkt ist, wir haben so ein paar Funktionen im Laufe der Zeit eingebaut, die sich auf die Fahrstreifen beziehen. Bisher kennt man das schon immer, sage ich mal, in der LISA, dass man für eine Achse hier an der Seite mit einfachen Klicks in dem Modus Fahrstreifen, hier Fahrstreifen hinzufügen kann. Wir haben aber, und das kam auch im Zuge des Map-Exportes, jetzt die Möglichkeit auch geschaffen, die Zufahrten zu knicken. Das heißt, man kann in eine Zufahrt, also auf einen Fahrstreifen, das geht auch für Ausfahrten, durch einen Doppelklick einen weiteren Punkt hier hinzufügen und kann dann die Zufahrten entsprechend auch anders modellieren, also kurvig modellieren. Das heißt, man fügt Punkte hinzu, bewegt diese mit einem einfachen Mausklick und wenn man den Fokus verlässt, das heißt hier an eine andere Stelle klickt, wird dieser Fahrstreifen dann automatisch ausgerundet. Das hat jetzt im ersten Schritt keine Auswirkung auf die Zwischenzeitenberechnung, weil man ja den Bereich vor der Haltelinie jetzt nicht anfasst. Aber das bringt eben Vorteile später beim Export zu Simulationen oder natürlich, das war der Fokus, man kann damit dann für die Erstellung von Map-Dateien für Roadside-Units oder zentralen Systeme diese Fahrstreifen dann, wenn eine Kurve in der Zufahrt ist, dann besser modellieren. Aber es hat jetzt, wie gesagt, erstmal keine Auswirkungen auf eine Zwischenzeitberechnung, wenn ich hier hinten jetzt die Fahrlinie, den Fahrstreifen verändere. Jetzt ist es so, dass man so im Laufe der Zeit immer gemerkt hat, dass das ziemlich aufwendig ist, wenn ich jetzt für jeden einzelnen Fahrstreifen hier in so eine Kurve modellieren muss. Und da gibt es jetzt auch eine Möglichkeit, indem man hier einen Rechtsklick auf einen Fahrstreifen macht, dass man diesen Fahrstreifen einfach dupliziert. Da spart man sich dann die Arbeit, dass man so eine Kurve oder so eine kurvige Modellierung des Fahrstreifens für fünf verschiedene Fahrstreifen fünfmal machen muss, obwohl die genau nebeneinander liegen. Also einfach Rechtsklick, Fahrstreifen duplizieren. Ja. Das zu den geknickten, sage ich mal, Fahrstreifen. Dann kam natürlich sofort die Idee auf, naja, das könnte man mit Furten ja auch machen. Ich blende mal die Furten ein. Hier in dem Fall ist das jetzt nicht notwendig, aber es gab immer Anfragen bei der Hotline, ob man da nicht Knicke reinmachen könnte, dass man zum Beispiel für indirekt linksabbiegende Radfahrer Furten jetzt hier so quer rüber modelliert und dann am Ende noch einen Knick reinmacht, damit er wieder auf die Fahrbahn führen kann. Und auch das ist möglich. Das heißt, man klickt auf eine Furt, macht hier einfach einen Doppelklick an die Stelle, an der man jetzt neue Punkte generieren will. Und man bekommt dann wieder, ich zoome noch mal ein Stück rein, hier diese Markierungsquadrate. Ja, und kann dann wie gewohnt, bisher konnte man das außen machen, diese Markierungsquadrate bewegen und so entsprechend dann auch Knicke oder beliebige Formen von Furten modellieren. Und entsprechend werden dann natürlich auch dann, wenn wir jetzt mal hier die Fahrlinie wieder einblenden, dann hier auch die Konfliktpunkte jetzt anhand dieser geknickten Furt dann jetzt ermittelt. So, das war dann jetzt noch eine Funktion, die dann auch mal dazugekommen ist. Und dann würde ich jetzt gerne als nächstes nochmal, wenn Fragen können wir da gleich nochmal gerne am Ende der Basisdaten dann nochmal aufgreifen. Nochmal auf den Punkt kommen. Ich habe gerade beides auf. Bitte? Also vielleicht kurz. Ja, ich höre dann alles durcheinander. Ich habe es nicht genau verstanden. Wie gesagt, bitte dann die Frage dann am Ende des ersten Abschnitts, dann besprechen wir das nochmal kurz. Ein weiterer Punkt, und der kam immer mal wieder bei der Hotline dann auch zur Sprache. Ich blende mal wieder alle Fahrlinien ein. Man sieht ja jetzt hier, dass der Geradeausverkehr von oben rechts, also von rechts nach links, also K1, das ist im Prinzip geradeaus.
Aber die fahren ja de facto doch eine leichte Kurve. In der LISA ist es so, dass die Definition, ob ein Fahrzeug jetzt links, gerade oder rechts fährt, davon abhängig ist, wie die Winkel der Achsen, der Nummer 3 hier und hier oben der Nummer 1, wie die zueinander liegen. Das heißt, ab einem bestimmten Winkel zueinander wird der Verkehr von Arm 1 nach 3 oder auch andersrum nicht mehr als Geradeausverkehr betrachtet, sondern als Abbieger. Mit dem Effekt, dass natürlich bei der Zwischenzeitberechnung Abbieger dann mit einer anderen Geschwindigkeit berücksichtigt werden als Geradeausfahrer. Jetzt hat man manchmal den Fall, und ich zoome jetzt mal hier rein, dass das für einen Geradeausverkehr der Winkel doch so groß ist, dass Lisa hier automatisch den Geradeausverkehr nicht als geradeaus ansieht, sondern eben als Rechtsabbieger. Und es ist natürlich relativ viel Aufwand, jedes Mal dann in der Zwischenzeitberechnung dann die Geschwindigkeit oder so da anzupassen. Und da gibt es hier eine Stelle in den Basisdaten, wo man das genau nochmal definieren kann. Man klickt also auf eine Achse und hat dann auf der linken Seite in diesem Objektinspektor, nennen wir das, die Eigenschaften der Achse. Und da gibt es hier unten Richtungen. Normalerweise standardmäßig ist hier automatisch eingestellt. Das heißt, wir sind jetzt bei der Achse 3 und da ist die Richtung von Arm 3 nach 1 auf automatisch gestellt und bei automatisch kommt hier gerade raus. Von 3 nach 1 kommt bei automatisch rechts raus und bei 3 nach Arm 4 kommt automatisch links raus. Soweit erstmal so gut. Wenn jetzt aber dieser Winkel des Arm 3 ist, so ein bisschen unglücklicher ist, also ein Tick war einfach noch ein Tick schräger, sage ich mal, dann würde hier durch den Automatismus in der LISA rauskommen, Arm 3 nach 1 ist rechts. Und das ist genau der Punkt, den man eventuell gar nicht haben will, weil es de facto eigentlich um Geradeausverkehr geht. Und da kann man das hier in einem Dropdown-Menü dann wirklich hart auf gerade setzen. Sorry, jetzt habe ich kurz weggeklickt. Dann kann man das hier auf gerade setzen. Und schon wird in der Zwischenzeitberechnung für die Relation Arm 3 nach Arm 1 immer gerade verwendet, auch wenn der Winkel jetzt so eben nicht 0 Grad, also genau gegenüber, sondern wenn der Winkel so ein bisschen größer ist und Lisa eigentlich gedacht hätte, dass es rechts ist. Also das ist an dieser Stelle bitte umstellen. Das hat dann den Effekt, dass man bei der Zwischenzeitberechnung, auch wenn man sie neu rechnet, immer gerade benutzt wird. Wenn man sowas in der Zwischenzeitberechnungstabelle dann per Hand ändert, macht man sich viel Arbeit, wenn man neu rechnen will, weil dann muss ich alles nochmal eingeben. Also genau an dieser Stelle kann man das hier manuell anpassen. Okay, das ist auch ein Punkt, immer wieder nachgefragt. Ich komme jetzt nochmal zu einem anderen Punkt, zu den Konfliktpunkten und ich zoome mal hier an die Stelle rein. Im Prinzip also werden initial natürlich die nach Rilsa vorgegebenen Konfliktpunkte hier durch die LISA ermittelt. Das kann man einstellen in den Optionen hier unter den Schnittpunkten. Standardmäßig ist jetzt, wenn man die Rilsa eingestellt hat, natürlich jetzt hier die Furt-Schnittpunkte vorne Mitte und die Fahrlinien-Schnittpunkte in der Mitte von zwei Fahrlinien festgelegt, außer bei schleifenden Schnitten. Da ermittelt LISA automatisch jetzt hier den Punkt beim Fahrlinienrand. Jetzt ist es so, dass man aber trotzdem in einer Planung mit einem Rechtsklick auf einen Konfliktpunkt sich zusätzliche bzw. alle Schnittpunkte anzeigen lassen kann. Man sieht das jetzt hier, die sind jetzt blau dargestellt und das sind jetzt alle Schnittpunkte, die es für diesen Konfliktfall, für diese beiden Furten gibt. Ich blende die anderen mal aus. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Man kann Fahrlinien aus- und einblenden, sodass man hier einen besseren Überblick hat. Oder auch alle ausblenden, so wie jetzt. Und die aber mit dem Rechtsklick auch wieder einblenden. Das hilft dann manchmal, wenn man ein paar Details sich angucken will oder Fahrlinien übereinander liegen, dann kann man die mit einem Rechtsklick ausblenden. Und zwar einzelne Fahrlinien, indem man die Fahrlinie markiert. Oder auch wenn man den Fahrstreifen markiert, dann werden alle Fahrlinien des Fahrstreifens ausgeblendet. So, zurück zu den Konfliktpunkten. Ich habe jetzt hier
zusätzliche Konfliktpunkte definiert, also mehr als jetzt nur der mittlere Punkt, der durch die Rilsa vorgegeben ist. Wenn man das jetzt so an der Stelle jetzt die Zwischenzeitberechnung oder die Zwischenzeiten rechnen würde, würden tatsächlich Lisa alle diese Konfliktpunkte in der Berechnung berücksichtigen und am Ende dann natürlich den maßgebenden in die Zwischenzeitberechnung einfließen lassen. Man kann jetzt einzelne Punkte hier auch löschen, indem man die markiert und dann auf Entfernen drückt. Und man könnte sich jetzt einen beliebigen Punkt hier an der Stelle auch aussuchen. Das kann man auch machen, indem man einen Punkt markiert und mit dem Rechtsklick dann sagt, nur diesen Schnittpunkt verwenden. Ja. Man kann jetzt wieder alle hinzufügen, indem man wieder einen Rechtsklick auf diesen Punkt macht und Rechtsklick auf diesen Punkt setzt und dann entweder sagt automatisch ermitteln, dann hat man am Ende wieder den Rilsa-Punkt oder den Rechtsklick auf diesen Punkt und wieder diesen zusätzlichen und dann wieder alle Punkte einblenden. So kann man so ein bisschen, wenn man das möchte, die Konfliktpunkte modifizieren und im Zweifel auch einen anderen nehmen. Wenn man solche Detailuntersuchungen macht und sich dann nochmal so einen Konfliktfall im Detail angucken möchte, gibt es auch die Möglichkeit, den Schnittpunkt zu isolieren. Das ist im Prinzip so eine schnelle Möglichkeit, nur die relevanten Fahrlinien eingeblendet zu lassen und alle anderen auszublenden. Weil ja oft dann tatsächlich auch die Fahrlinien da viele übereinander liegen und das dann, wenn man auch vielleicht mehrere Linksabbieger-Varianten macht von einem Linksabbieger, wird dann unübersichtlich. Dann kann man das hier, wie gesagt, mit dem Rechtsklick Schnittpunkt isolieren. Dann bekommt man nur die relevanten Fahrlinien für diesen Schnittpunkt dann angezeigt. Ja. Also wichtig da nochmal zu merken, alle Schnittpunkte, die hier angezeigt werden, werden dann auch für die Zwischenzeitberechnung berücksichtigt. Wenn man da wieder zurück will, klickt man hier auf automatisch ermitteln und hat dann nur den initialen gemäß der eingestellten Richtlinie, sprich Rilsa. Ein letzter Punkt, und dann können wir gerne noch mal kurz zu ein paar Fragen kommen, sind die Teilknoten. Es gibt hier oben in dem Menü Teilknoten und es ist so, dass Lisa gemäß der Eingabe der Arme und Fahrstreifen und Fahrlinien automatisch Teilknoten generiert. Das heißt, wenn die nichts miteinander zu tun haben, die sich also nicht überschneiden, würde Lisa es von selbst merken, dass zum Beispiel eine Fußgängeranlage ein Teilknoten ist und der Hauptknoten ein anderer Teilknoten. Die würden dann hier automatisch erscheinen und mit der Information automatisch angelegt. Man kann auch händisch Teilknoten hinzufügen. Die kann man dann auch wieder löschen. Das kann man mit automatischen nicht machen. Wenn man die automatisch angelegt wurden, bleiben auf jeden Fall da. Aber man kann manuelle hinzufügen. Und jetzt habe ich mal hier zwei Teilknoten hinzugefügt. Jetzt ist die Frage, wie kann man denn dann diesen Teilknoten Arme zuordnen? Das kann man hier auch wieder in den Eigenschaften einer Achse machen. Das heißt, ich klicke auf die Achse. Man trifft die übrigens am besten, wenn man auf die Zahl klickt. Sonst, die liegen ja nah beieinander mit den Fahrstreifen. Da klickt man sonst auch mal schnell auf den Fahrstreifen. Wenn man eine Achse markieren will, am besten, wie gesagt, auf die Zahl klicken. Da hat man am meisten, da ist das klar. Und dann kann man hier auf der linken Seite sagen, okay, diese Achse, dieser Knotenarm gehört zu dem Teilknoten 1 oder eben 2 und 3. Das sind die beiden, die ich gerade angelegt habe. Und so kann man die Achsen zu Teilknoten zuordnen. Wichtig wäre noch bei den Teilknoten zu sagen, dass initial werden Teilknoten als Hardware-Teilknoten angelegt. Das bedeutet, dass diese Teilknoten, die man anlegt oder auch Lisa automatisch anlegt, eine separate ID-Nummer kriegen. Damit sind das zumindest in der Lisa nennen wir es so, Hardware-Teilknoten. Und die sind auch im Steuergerät bekannt. Und diese Hardware-Teilknoten können auch unabhängig voneinander ein- und ausgeschaltet werden. Und die würden auch unabhängig voneinander dann auch zu einem Ausfall führen. Das heißt, wenn jetzt ein Ausfall an einem Teilknoten passiert, heißt das nicht, dass die ganze Anlage ausfallen muss, sondern die können auch unabhängig voneinander ausfallen. Allerdings sind diese Hardware-Teilknoten in den meisten Steuergeräten limitiert. OZ zum Beispiel sieht da auch nur vier Hardware-Teilknoten vor. Und da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man da mehr Teilknoten jetzt in der Lisa definiert. Man kann nämlich aus diesen Hardware-Teilknoten auch Software-Teilknoten machen. Das heißt, die bekommen dann einfach die gleiche ID-Nummer. Ich lösche mal den einen hier.
also auch die Nummer 1. Und schon haben wir in der LISA zwar zwei Teilknoten planerisch definiert, dem Steuergerät ist aber auch nur ein, ist aber nur ein Teil Hardware-Teilknoten bekannt. Und Software-Teilknoten können wir hier im Prinzip so viele definieren in der LISA, wie wir wollen. So umgeht man jetzt unter Umständen die Problematik, dass man zu viele Hardware-Teilknoten hat, zum einen. Und zum anderen ist es so, dass man bei zwei Teilknoten bei der Steuerung am Ende so ein bisschen aufpassen muss, wenn die abhängig voneinander sind, ob der eine an ist oder der andere aus ist. Das ist jetzt ein Thema für die VA-Steuerung, aber so, wenn man jetzt die beiden ID-Nummern gleich vergibt, ist es eine reine logische Geschichte in der LISA und hat nichts mit dem Steuergerät zu tun. Das Steuergerät würde in dem Fall jetzt hier nur einen Teilknoten kennen für den Knotenpunkt. Ist derzeit ein bisschen versteckt, vielleicht bringen wir das nochmal ein bisschen mehr an die Oberfläche. Das ist hier rechts unter den drei Punkten bei Teilknoten, wenn man das mal sucht. Okay, das waren so die, die Punkte, die wir hier mal ansprechen wollten, die halt häufig bei der Hotline und so weiter kommen. Da jetzt zwischendurch mal die Frage kam, schon Fragen im Chat oder... Ja, es gab schon Fragen im Chat. Zum einen fragte der Herr Ganz, was es bedeutet, wenn in Richtung, das ist jetzt gerade auch auf dem Bildschirm zu sehen, Hand steht. Hier links bei den Eigenschaften, Richtungen, da steht Hand. Das war so die erste Frage. Ach so, das bedeutet jetzt nur, dass bei den Richtungen jetzt das auf manuell gestellt wurde. Wenn jetzt, also man kann das ja zugeklappt haben und da sieht man dann, ohne das aufzuklappen, dass bei automatisch hier nichts geändert wurde. Sobald dann aber jetzt hier eine manuelle Änderung durchgeführt wurde, dass dann Hand steht. Kleiner Moment, das war die Idee dahinter hier. Jetzt sieht man quasi, wenn es zu ist, ne, dass man da was geändert hat. Jetzt sollten wir da hier das, um das klarer zu machen, vielleicht dann nochmal das Wording anpassen. Manuell würde ich sagen. Ja. Okay, dann hatten wir noch, ja, dann hatten wir noch von Herrn Irfan oder Frau Irfan eine Frage, ob es in aktuellen oder zukünftigen LISA-Versionen in der Zwischenzeitenberechnung schon die Berücksichtigung der Schrittgeschwindigkeit der Abbieger gibt. Schrittgeschwindigkeit der Abbieger. Soll ich mich da kurz einklinken? Ja, klar. Ja, weil ich das jetzt auch gerade hatte. Also es geht ja darum, dass der nach der neuen Straßenverkehrsverordnung die LKWs mit Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen müssen. Das Problem dabei ist, es steht ja jetzt noch nicht in der RILSA. Und das geht, da verfahren die Städte und Bundesländer sehr verschieden damit. Manche wenden das nicht an, manche in allen Fällen und manche nur in bestimmten Fällen, abhängig auch eben von dem zu erwartenden Schwerverkehrsanteil in dem jeweiligen Rechtsabbiegestrom. Und deswegen ist es momentan noch nicht in LISA vorgesehen und auch für die nächste Version wird diesbezüglich noch nichts in LISA drin sein. Und inwieweit wir dann in der übernächsten Version damit verfahren, müssen wir noch beschließen, denn wir müssen es auf jeden Fall optional und konfigurierbar machen und eben berücksichtigen, dass das in den verschiedenen Teilen von Deutschland unterschiedlich gehandhabt wird. Also frühestens mit LISA 8 ist da was zu erwarten. Da gab es dann auch noch einen Hinweis von einem Teilnehmer, den er in den Chat gepostet hat. Ich lese das jetzt erstmal nicht vor, da wurden auch... Ich glaube, das ist der Auszug aus der Straßenverkehrsordnung, genau. Warum jetzt... warum die Frage kommt, denke ich mal. Nehme ich mal an, dass das der Teil ist. Ja. Genau. So. Gut, dann geht es hier weiter aber noch mit Fragen. Herr Trischler fragt, die Störabschaltabhängigkeiten der Teilknoten werden aber nicht in LISA festgelegt. Die kann ich in der Logik programmieren, wenn ich das will. Prinzipiell sind die Teilknoten, sobald es Hardware-Teilknoten sind, immer einzeln abschaltbar. Wenn ich gewisse Abhängigkeiten herstellen möchte, muss ich dies in meiner Steuerlogik programmieren. Jo. Okay, das war noch der Kommentar wahrscheinlich. Okay. Ja. Hoffentlich die Frage damit beantwortet.
Jetzt haben wir da drunter noch eine. Das ist gut möglich. Ja. Im normalen ist die Wahl automatisch erzeugt. Genau, also die nächste Frage, ich lese sie auch nochmal für alle vor, falls die es nicht haben. Im normalen Kreuzungsbereich ist es möglich, die Fahrlinien automatisch erzeugen zu lassen. Zum Teil haben wir aber mit vorgezogenen Einfahrbereichen zu tun, sodass das Kfz erst ein Teil gerade ausfährt und dann die Kurve durchläuft. Da hilft es nur, die Spur. Würden Sie bitte Ihr Mikrofon ausgeschaltet lassen? Das ist Herr Paulsen. Herr Paulsen, bitte schalten Sie Ihr Mikrofon stumm. Genau. Ich finde leider bei 200 Teilnehmern nicht mehr denjenigen oder diejenige, die das Mikrofon angeschaltet hat. Und wenn ich dann auf alle stumm schalten klicke, dann sind auch leider unsere Referenten stumm geschaltet. So. Gut, okay, nochmal zurück. Da hilft es nur, die Spur selber anzulegen. Gibt es da eine angenehme Möglichkeit, die Kurve händisch zu erzeugen, sodass die nicht geknickt verlaufen? Rita, ich Matthias. Würde da mal versuchen, das soweit, wie ich es verstanden habe, hier mal zu zeigen. Eine Fahrlinie, so wie auch beschrieben wurde, kann man ja automatisch anlegen, indem man auf den Quellfahrstreifen klickt und auf den Zielfahrstreifen. So. Damit werden jetzt im Prinzip, wenn man das jetzt gedanklich sich mal so vorstellt, wird der Fahrstreifen verlängert. Es gibt hier hinten irgendwo einen Tangentenschnittpunkt und dieser wird ausgerundet. So ist erstmal die initiale Idee und dann kann man den Radius dieser Ausrundung anpassen. Wenn man damit nicht zu dem gewünschten Ziel kommt, kann man bei der Erstellung von Fahrlinien auch im Prinzip beliebig viele Zwischenpunkte erstellen und die dann wieder ausrunden. Ich mache mal ein Beispiel einfach hier. Das könnte dann so aussehen. Und jetzt kann man, ich habe es jetzt mal bewusst so ein bisschen übertrieben, jetzt kann man diese Ausrundung von Tangentenschnittpunkten im Prinzip an zwei Stellen machen. Und zweimal für den Punkt, den ich manuell hier hinten angelegt habe. Da kann man den Radius verändern. Und auch einmal für den hier vorne. Und wenn ich den hinten jetzt nicht so übertrieben hätte, hört sich das so an, als wäre das im Prinzip jetzt genau der Punkt, der gerade beschrieben wurde. Es geht also erstmal hier ein Stück geradeaus, bevor dann das Fahrzeug diese Kurve fährt. Also die Möglichkeit, da Zwischenpunkte zu setzen, die gibt es da in der LISA. Das muss man dann direkt bei der Erstellung von Fahrlinien machen. Und jetzt mal übertrieben, man könnte auch hier beliebig viele Zwischenpunkte bauen. Ist dann ein bisschen wackelig, aber das ist jetzt der Fall mit beliebig vielen Zwischenpunkten. In der Regel ist es aber besser, wenn man da tatsächlich hier so ein bisschen den geradeaus, dann macht man hier hinten noch einen Zwischenpunkt, landet dann hier und rundet dann hier nochmal das so ein bisschen aus. Und zumindest hier für den vorderen Bereich, denke ich mal, ist das genau die Frage, wie man das lösen kann. Also hier fährt er erstmal ein Stück geradeaus und biegt dann ab. Ich hoffe, das ging in diese Richtung, die Frage. Gehen wir jetzt erstmal davon aus. Gehen wir mal davon aus, ja. Genau. Aber zum Thema Fahrstreifen und Haltelinien waren dann die zwei folgenden Fragen auch noch. Lassen sich diese verschieben, ohne die Fahrlinien vorher zu löschen? Nee, das ist derzeit nicht vorgesehen, weil dann im Prinzip alle angedockten Fahrlinien neu gezeichnet werden müssten und die Fahrlinien dann so vielleicht auch gar nicht mehr funktionieren aufgrund der Winkel. Also das heißt, also es sind immer Extremfälle, die wir aber dann leider auch berücksichtigen müssen bei der Programmierung. Von daher ist das jetzt derzeit nicht vorgesehen. Also man kann bei vorhandener Fahrlinie die nicht fahrlinienrelevanten Teil eines Fahrstreifens ändern. Das heißt, wenn da eine Fahrlinie dranhängt, kann man schon hier hinten dann jetzt die Fahrlinie biegen und so weiter. Aber es ist bewusst so gemacht, dass wir jetzt alles, was tatsächlich jetzt hier relevant für die Fahrlinie / Zwischenzeitberechnung ist, man dann nicht mehr anfassen kann. Okay, dann waren hier nochmal zwei Meldungen zum Thema Schrittgeschwindigkeit, wobei, glaube ich, die eine die andere auch so ein bisschen beantwortet hat. Zum einen war die Frage, das heißt, man müsste dies in der Zwischenzeitenberechnung selbst eintragen, festlegen und zum anderen... Ich schlage vor, auf die zwei Fragen gehe ich ein, weil wir ja gleich noch zur Zwischenzeitberechnung kommen und ich da eigentlich nur eine kleine Sache zeigen möchte und da würde ich auf das Behandeln der Schrittgeschwindigkeit auch eingehen, wie man das... Da gibt es zwei Möglichkeiten und die zeige ich gleich.
Okay, dann machen wir das, wenn du gleich übernimmst. Dann, Genau. dann gehe ich nochmal schnell hier. Wie unterscheidet man die Richtung links, rechts, gerade bei mehr als drei Abfahrten in der Zwischenzeitberechnung? Kann man das schlecht unterscheiden, wenn es mehrere links, rechts oder gerade gibt? Wenn man das jetzt, es geht ja im Prinzip nur darum, für die Zwischenzeitberechnung, ob das gerade ist oder abbiegen. Eigentlich geht es erstmal nur darum. Und es gibt dann sicherlich zwei Linksabbieger. Aber es geht ja nur um die Unterscheidung, welcher Rilsa-Fall berücksichtigt werden soll. Und von daher ist es durchaus okay, wenn es dann zwei Links gibt. Und der Punkt, den ich ja gezeigt habe, ist, dass jetzt ein Geradeausverkehr zum Beispiel automatisch jetzt als links gilt. Und der Punkt ist ja, man möchte nur, dass der Rilsa-Fall gerade dann berücksichtigt wird, sodass man den dann hart auf gerade setzt. Ansonsten hätte das am Ende hier auch erstmal dann für die Zwischenzeitberechnung heißen können, gerade oder Abbieger. Also rechts und links hat dann jetzt erstmal auch keine, also ob das jetzt als rechts oder links definiert ist, keine Auswirkung auf die Zwischenzeitberechnung, sondern das ist dann Abbieger und dann wird entsprechend die Abbieger, also die Abbiegegeschwindigkeiten initialisiert bei der Zwischenzeitberechnung. Besteht die Möglichkeit, die Achse eines Arms Zufallskurve zu gestalten, dass die Fahrlinien automatisch den Verlauf übernehmen? Wir haben uns dazu entschieden, dass wir da den Fokus weniger auf die Achse legen, sondern das wirklich für die Fahrstreifen zu machen. Die Achse kann man dann am Ende so lassen, wie sie ist, aber wir haben uns ja dazu entschieden, weil es im Zulauf dann jetzt eben auch zu Fahrstreifenaufweitungen kommen kann und wir im Zuge der Map dann da auch wieder Fahrstreifenaufweitungen modellieren wollen. Und von daher gibt es da diese Möglichkeit mit dem Duplizieren, damit man da nicht zu viel Aufwand hat. Ja, aber Achsen haben wir da jetzt erstmal nicht berücksichtigt, weil die können auch weiterhin sehr kurz sein. Also bei den Achsen haben wir das dann so gemacht, dass sonst müsste man ja die Achse komplett nach hinten durchmodellieren. Dass die Achse einfach kurz bleibt, 10 Meter lang und man die Fahrstreifen dann nach hinten modelliert. Dann die nächste Frage. Ab und zu habe ich manche Fahrlinien, die mit mehreren Punkten verbinden muss. Es gibt dann in Lisa mehrere Radien. Ich sehe, dass bei einer normalen Radius wäre sehr groß, aber durch mehrere Radien wählt Lisa das Mindestmaß und kann die Zwischenzeit. Ah, okay, ich weiß, worum es geht. Es ist so, dass dieser bei der Zwischenzeitberechnung auf den Radius beim Abbiegen guckt, um eben zu unterscheiden, ob man mit 7 oder 5 Meter die Sekunde den Abbieger dann berechnet. Und wenn man jetzt Zwischenpunkte setzt, ist es tatsächlich so, dass Lisa alle Radien des Abbiegers untersucht und der kleinste Radius der maßgebende ist. Da gibt es auch jetzt, ich sag mal, auch wenn man sich das gedanklich durchspielt, einfach keine andere Möglichkeit. Dieser muss den kleinsten nehmen. Und an der Stelle, wenn dann jetzt ein kleiner dabei ist, den man aber jetzt ingenieursmäßig durch Draufgucken nicht haben will, dann muss man das und das dann eben mit 7 Meter die Sekunde berechnen will, dann muss man das manuell anpassen. Das ist einfach, da hat Lisa keine Möglichkeit. Das ist dann Engineering, sage ich mal, das dann der Planer selbst übernehmen muss. Da kann Lisa jetzt keine, da gibt es keine Ausnahmeregeln, weil die nicht klar definiert werden können, einfach. Deswegen nehmen wir da den kleinsten, also immer den sichersten Fall. Warum kann die Aufstelllänge im Knotenpunkt nicht automatisch berechnet werden und übertragen werden? Ja, dazu müsste man, das ist derzeit nicht drin, das ist richtig, die muss man hier manuell eingeben. Das ist auch wieder so ein Punkt, da das haben wir erstmal wissen wir bei Aufstelllängen für Linksabbieger im Prinzip dann nicht, wo der sich tatsächlich aufstellen würde, wenn man sich zum Beispiel den Linksabbieger hier anguckt. Jetzt könnte man sagen, naja, da gibt es ja eine Fahrlinie, die kann man ja nehmen, aber in vielen Fällen gibt es halt mehrere Fahrlinien. Und wenn man jetzt hier eine Fahrlinie hat, der von einem Linksabbieger, der die Kurve so ein bisschen schneidet und einen Linksabbieger, der die Kurve so ein bisschen großzügiger nimmt, dann
dann wäre schon die Frage, welche man da berücksichtigen will. Und dazu kommt auch noch ein Punkt, und die Gespräche haben wir natürlich an der Hotline immer relativ oft. Bei der Zwischenzeitberechnung nehme ich hier die Maximalfälle und die auch die Extremfälle, weil es einfach um Sicherheit geht. Beim HBS, dann ist das vielleicht auch wieder so eine andere Entscheidung. Das soll möglichst realistisch sein und beim HBS ja vielleicht nicht die Extremfälle berücksichtigt werden. Deswegen ist einfach die Entscheidung, wo jetzt das erste Fahrzeug sich tatsächlich hinstellt in der Praxis, können wir derzeit hier nicht, in Lisa, nicht automatisiert, also zumindest nicht zufriedenstellend automatisiert ermitteln. Deswegen ist es derzeit manuell. Wenn wir da noch eine Möglichkeit finden, denken wir da sicherlich drüber nach, wie man das automatisch machen kann. Ich kann es verstehen, dass man das gerne hätte. Ja. Gut, da die nächste Frage wieder das Thema Schrittgeschwindigkeit ist, würde ich vorschlagen, übergeben, genau, an Rita. Ja. So, jetzt müssten Sie alle eine Zwischenzeittabelle sehen. Ja. Und jetzt kommen wir also erstmal nochmal zu der Schrittgeschwindigkeit. Da ist jetzt, wollte ich zwei Möglichkeiten zeigen. Jetzt haben wir zum Beispiel jetzt diesen Knotenpunkt. Ich zeige mal die Skizze, dass Sie kurz sehen, ne, hier mit, wo es jetzt hier zum Beispiel Rechtsabbieger geht, auf der Signalgruppe K1. Rechtsabbieger, die ich jetzt mit Schrittgeschwindigkeit berücksichtigen will. Und hier in dem Beispiel ist es auch gemacht. Hier wurde im Übrigen, wo wir wieder bei dem Problem kommen, wie wir das in Lisa einbauen, wie rechnet man das jetzt? Hier wurde festgelegt, dass hier mit 2,8 Meter pro Sekunde gerechnet werden sollte, weil dann auch wieder davon ausgegangen wird, dass der gesamte Räumeweg mit 1,2 Metern pro Sekunde gefahren wird. Wie lange setzt man die Schrittgeschwindigkeit an? Bis zu welchem Punkt? Ab welchem Punkt? Das alles spielt für eine Rolle und dann ergibt sich eventuell dann ein Mittelwert auch für den gesamten Räumweg. Und deswegen ist das eben nicht so ganz ohne. Dann müssen wir uns das eben gut überlegen, wie wir das in die Zwischenzeitberechnung überhaupt einbringen könnten. Um das jetzt manuell machen zu können, habe ich zwei Möglichkeiten. Die erste ist natürlich, dass ich hier bei der Räumgeschwindigkeit den Wert, auch den auch immer ich dann haben möchte, eben 1,2 oder die 2,8 eintrage. Dann wird ja automatisch diese Zeile blau und blau bedeutet ja, ich habe jetzt hier meine Spalte ausgeblendet. Wenn ich die mal schnell wieder einblende, dann habe ich ja hier die letzte Spalte Schutz. Blau bedeutet ja, dass die Zeile geschützt ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine Neuberechnung vornehme, wird die 2,8 hier auch nicht überschrieben. Hat aber dann auch den Nachteil, wenn ich andere Aktualisierungen wie Wege vornehme, wird natürlich die Zeile auch nicht aktualisiert. Deswegen gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ich kann jetzt ja auch in meinen Parametern festlegen, bei Kfz-Parameter, dass jetzt die Rechtsabbieger von meiner Zufahrt 2 ist das hier, ne, das, was man jetzt hier übrigens auch sieht, ne, ist ja der K1 ist jetzt von Strom von 2 nach rechts. Also kann ich hier sagen, dass in der Zufahrt 2 und dann in den Feldern für rechts kann ich jetzt hier die Räumgeschwindigkeit ändern und hier eine 2,8 eintragen. Wenn ich die hier eintrage, wird es im Projekt gespeichert und dann ist auch egal, ob diese Spalte geschützt ist oder nicht, die Zeile. Wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Stromkonflikt neu berechne, dann wird hier auch trotzdem eben sofort die 2,8 angesetzt, weil ich die als Standardwert für diesen Rechtsabbiegestrom eingegeben habe. Und das ist also eindeutig auch die empfohlene Vorgehensweise, dass man sich die in diese Tabelle der Kfz-Parameter einträgt. Wenn Sie generell für alle Rechtsabbieger ab jetzt immer mit 1,2, 1,5 oder 2, was auch immer, reduzierten Geschwindigkeit rechnen wollen, dann tragen Sie das für alle Rechtsabbieger, dann tragen Sie das für eine Zufahrt hier ein, ist erstmal egal für welche. Also ich habe es jetzt hier in Zufahrt 2 und dann sagen Sie, dass Sie die Werte aus Zufahrt 2 in Ihren Standard speichern wollen. Dann könnte ich jetzt diese zugeordnete Ortsvorlage oder den Ortsstandard wird dann
dieser Parameter gespeichert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ist es ein Knoten, diesem Knotenpunkt ist die Ortsvorlage Hamburg zugeordnet. Wenn ich jetzt hier raufklicke, dann werden die Werte, die in der Spalte stehen, für Ziffer 2 in die Ortsvorlage gespeichert. Und das führt dann dazu, dass alle zukünftigen Knoten, die auch der Ortsvorlage Hamburg zugeordnet sind und für die ich eine Zwischenzeitenberechnung vornehme, haben dann für Rechtsabbieger die 2,8 als Räumgeschwindigkeit. Und so kann ich also auch mir in meinen eigenen Standard diese reduzierte Räumgeschwindigkeit für Rechtsabbieger einbauen. So, damit denke ich, haben wir das zur Schrittgeschwindigkeit geklärt. Oder gibt es noch zur Schrittgeschwindigkeit eine Frage? Wenn nicht, gehe ich dann mal jetzt noch zu dem nächsten Punkt über. Und zwar taucht immer wieder ein Problem auf, das ich jetzt hier mal kurz vorführen möchte. Ich muss jetzt nur überlegen, eben hatte ich es jetzt gar nicht noch mal wiederholen können. Ich muss jetzt nur noch mal ganz kurz überlegen, wie ich es jetzt am besten zeige. Ich müsste mir noch einen ganz kleinen Moment geben. So, ich hoffe, ich kriege es jetzt hin. Und zwar ist folgender Fall. Ich habe hier einen Konflikt. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf diese Zeile 11. K2 räumt, F9 fährt ein. Die Fußgänger haben normalerweise 0 Meter Einfahrweg. Nun gibt es hier vielleicht eine besondere Geometrie, weshalb ich hier einen Einfahrweg ansetzen möchte. Und jetzt gehe ich aber daher und setze den manuell an und schreibe dann hier zum Beispiel rein, hier sollen 3 Meter ein Laufweg, ist es ja dann bei Fußgängern, angesetzt werden. Und dann ändern sich natürlich hier in der Spalte für die berechnete Zwischenzeit sofort der Wert. Und dann kommt es eben manchmal zu dem Fall, dass ich jetzt also hier überall 5,2 zu stehen habe, weil ich jetzt in diesen drei Zeilen den Einfahrweg 3 eingegeben habe. Meine maßgebende Zwischenzeit steht aber auf 7, obwohl hier gemäß dieser berechneten Zwischenzeiten eigentlich 6 sein müsste. Und das ist der Fall, das passiert immer dann, wenn ich eine Anzeigeart gewählt habe in den Einstellungen, die mir nicht alle Schnittpunkte anzeigt, sondern eben nur die Teilstromkonflikte oder wie in den meisten Fällen, weil dann einfach die Tabelle kürzer ist, die Stromkonflikte. Bei den Stromkonflikten wird ja jeweils nur der maßgebende Teilstromkonflikt angezeigt oder Stromkonflikt angezeigt und die anderen sind ausgeblendet. Diese Anzeige, die dann einmal so dadurch eingestellt ist, die ändert sich jetzt nicht automatisch, nur einfach durch die Eingabe eines Weges. Sonst könnte nämlich Folgendes passieren, dass ich hier eine 3 eintippe und dann verschwindet die Zeile sofort und ich wundere mich, warum die jetzt weg ist, wenn die auf einmal nicht mehr maßgebend ist. Und jetzt muss ich also, wenn ich sowas sehe, habe ich entweder, ich mache dann Rechtsklick, also das ist eigentlich das Einfachste und sage dann Tabelle aktualisieren. Moment, ich muss das suchen. Hier, sortieren, aktualisieren und dann sortiert ihr das neu, was sind denn jetzt nämlich andere Konflikte die maßgebenden geworden, weil nämlich ein Teil ausgeblendet war. Wenn man es genauer sehen möchte, also ganz genau sehen möchte, welche denn jetzt es Konflikte es noch so alles gab, dann gehe ich hier in die Einstellungen und wähle die detaillierteste Ansicht, hier alle Schnittpunkte. Dann sehe ich nämlich alle Zeilen zu dem jeweiligen Signalgruppenkonflikt. Also und alle sehe ich alles, wo in den Basisdaten letztendlich, ich zeige ich mal kurz das korrespondierende Netz, K2, F9, ist diese Furt. Und dann habe ich ja viele Schnittpunkte, die hier so orange immer dargestellt sind. Ne? Und die alle gelten dann, gehen ja irgendwo in die Zwischenzeitberechnung ein. Und für K2, das ist dann hier, das sind die Kfz, die hier auf diesem Bild von links nach rechts geradeaus fahren, ne? Das sind dann hier drei Fahrstreifen, die dann
jeweils mit der Furt ihre Konflikte haben. Und die alle tauchen dann, sind natürlich ein Schnittpunkt, der mit irgendwo in der Berechnung betrachtet werden muss. Und die werden dann hier alle aufgezeigt. Und wenn ich jetzt also manuell Änderungen vorneme und ich habe aber eine Ansicht gewählt, wo ein Teil ausgeblendet ist, dann ändere ich natürlich nur an den Maßgebenden. Das heißt, in so einem Fall, wo ich so eine Diskrepanz sehe, wie hier 5, das eigentlich als Ergebnis, was viel kleineres steht als bei der Maßgebenden, muss ich in diese detaillierte Ansicht gehen und dann kann ich hier für alle anderen Teilstromkonflikte auch eine 3 eintragen, die, oder in meinem Fall den Einfahrweg 3. Und dann ändert sich dann entsprechend auch die maßgebende Zwischenzeit. Und dann kann ich ja anschließend, wenn ich möchte, wieder in die reduzierte Anzeige gehen, wo ich nur die Stromkonflikte sehe. So, das ist das zu den, genau, zu diesem Maßgebenden, weil das immer wieder auch an der Hotline kommt, wollten wir das hier mal zeigen. So, jetzt muss ich überlegen, kommen Sie jetzt hier Fragen zu den Zwischenzeiten? Wenn ich das richtig sehe, wurden die Fragen schon beantwortet, ach so, von Paul und Matthias. Insofern, ja, wenn wir da nicht jetzt weiteren Input haben, nicht weitere Fragen kommen, könnte höchstens sein, dass, ja, Matthias. Mit den Teilen, ja, ist das jetzt schon mit den Teilen beantwortet? Hier steht, ist es möglich, die Räumstrecke zu teilen? Ja, ja, da ja, hat es wurde beantwortet, ja, ist möglich. Genau. Rechtsklick in die Zeile, das kann ich ja zeigen hier mal. Wichtig ist, man trägt bei diesen Teilen nicht. Ich trage bei der Geschwindigkeit die Anfangsgeschwindigkeit ein. Also jetzt brauche ich natürlich beschleunigte Vorgänge wahrscheinlich. Jetzt müsste ich mir also mehr Spalten anzeigen. Die habe ich hier ausgeblendet, weil ich die jetzt eigentlich nicht brauche. So. Nee, beim Einfahren nicht. Jetzt habe ich die falschen eingeblendet. Ich möchte die beim Räumen. Und ich habe jetzt eine Anfangsgeschwindigkeit zum Beispiel von 7 und möchte mit ein Abbremsen mit, sagen wir mal, minus 1,2 Meter pro Quadratsekunde, soll er abbremsen auf die Schrittgeschwindigkeit 1,2. Und das macht er jetzt, und jetzt müsste man jetzt natürlich dazu die Basisdaten aufmachen und jetzt beginnt der Räumweg hier. Und jetzt könnte man also sagen, ja, dann die ersten, so, und dass er ab hier, dass er hier die ersten 12 Meter zum Beispiel, die ersten 12 Meter bremst er ab und die anderen 12 Meter fährt er mit 1,2 Meter. Dann trage ich also hier die 12 ein und dann gehe ich mit der rechten Maustaste und sage, räumende Wegstrecke addieren. Also ich klicke in das Feld für den Räumweg, das muss markiert sein, das ist wichtig. In das Feld rein, klicke dort mit der rechten Maustaste, räumende Wegstrecke addieren und dann kommt hier so eine Unterzeile hinzu. Und da hat jetzt Lisa, also deswegen ist so wichtig, dass man erst diese Anfangswerte vollständig füllt, weil Lisa berechnet jetzt anhand des Weges, der von 12 Metern, der Anfangsgeschwindigkeit, der gewünschten Endgeschwindigkeit und der Beschleunigung, die dann erreichte, nach 12 Metern erreichte Geschwindigkeit. Die ist dann also nach 12 Metern mit der Beschleunigung erst bei 4,5. Dann müsste ich wahrscheinlich, ist jetzt dann die Frage, da muss ich vielleicht die Anfangsgeschwindigkeit auch reduzieren, je nachdem, was ich will. Jetzt gebe ich aber hier mal die anderen 12 erstmal ein. Und damit habe ich jetzt die ersten 12 Meter die Geschwindigkeit, die reduzierte, und dann könnte ich für die zweite, muss er halt weiter reduzieren mit mir halt auf die, auch auf Geschwindigkeit. Oder ich sage, nee, er muss dann hier schon mit geringerer Geschwindigkeit ankommen. Und jetzt ist so, jetzt haben Sie gesehen, jetzt habe ich hier zwar die 5, jetzt aktualisiert er das aber nicht, das kann jetzt Lisa leider nicht. Das heißt, wenn Sie hier oben sich das wieder ändern wollen, dann löschen Sie die wieder. Moment. Wie kriege ich den hier wieder raus?
Weil hier lösche ich ja den Stromkonflikt. Ich würde hier wahrscheinlich jetzt klicken auf Stromkonflikt neu berechnen. Dann fange ich wieder von vorne an. Dann würde ich hier also nochmal eingeben, die 12, die 5, 1,2 als Zielgeschwindigkeit und minus 1,2, wobei beim Pkw eigentlich auch 1, nee, Lkw ist es ja 1,5 ruhig eingeben kann. Das ist ja mal bei den ÖV-Fahrzeugen, wo man mit den geringen Werten beginnt. Jetzt gebe ich die Werte ein und jetzt klicke ich nochmal in das Feld für den Räumweg, rechte Maustaste, räumende Wegstrecke addieren. So, dann hat er jetzt auf jeden Fall, sieht man hier, die 1,2 erreicht. Und dann kann ich jetzt die Beschleunigung hier rausnehmen, weil ich möchte jetzt ja, dass er die konstant fährt mit 1,2 Meter pro Sekunde. Und jetzt muss ich hier natürlich noch die 12 eingeben. Und so kann ich diesen unterteilten Konflikt eingeben. Also ein bisschen komplizierter, aber es ist möglich. Und ich kann natürlich das jetzt auch dreiteilen und so weiter. Ich kann jetzt hier beliebige Wegstrecken addieren und kann entweder immer beim Addieren mit diesen Anfangswert berechnen lassen von Lisa oder natürlich aber auch selber eintragen. Das ist natürlich sowieso möglich. Und jetzt in dem Fall rechnet er hier eben 12 Meter mit der negativ beschleunigten Bewegung und 12 Meter mit konstanter Geschwindigkeit von 1,2. So. Dann haben wir das mit den Teilen, glaube ich, beantwortet. Dann war hier mehrere, genau, mit denen, das war schon beantwortet. Könntest du es wieder mit den beiden Fällen für ÖV noch kurz zeigen? Dann brauche ich das nicht schreiben. Mit den zwei Fällen für ÖV. In den Optionen. Beide Fälle, genau. Da ist jetzt, genau, ab Lisa 7.2 gibt es, glaube ich, ne, oder 7.1. So genau weiß ich es gar nicht, ob 7.1 oder 7.2. Wichtig ist, hier bei den Tram-Parametern hat man hier eine Checkbox. Und wenn ich die anwähle, dann werden für die Tram-Konflikte diese beiden Parameter, es gibt ja hier die Parameter mit Halt und die Parameter ohne Halt. Und wenn ich die Checkbox nehme, dann dann macht er beide Rechnungen. Genau, er rechnet beide Fälle so rum. Das heißt, so kann man das machen. Rechtsklick ausgewählten Teilweg löschen. Ja, das habe ich gesucht und nicht gefunden. Das war's, ja. Aber ich finde es immer noch nicht. Ach doch, hier ist es. Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das ausgewählten Teilweg löschen, so kann ich den wieder löschen und den wieder neu hinzufügen und mir von dieser Berechnungsoption von Lisa Gebrauch machen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wir hoffen, Sie konnten einige Erkenntnisse mitnehmen und würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie auch bei einem unserer nächsten Webcasts wieder dabei wären.